Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier beim Geisterbahn-Simulator 2016, sind gerade auf der Suche nach dem Ausgang. Nein, Quatsch, wir sind im Lagerhaus von diesen Kultisten und gucken uns gerade ein bisschen um, was da so los ist. So, dafür. Hat ja super geklappt schon wieder. Okay. Diesem Pack als Opfer möge ich geläutert werden und mir bei deiner Ankunft so. Komm schnell. Okay. Ach so, da hängt ein Messer. Ich gebe mich für den Segen hin. Guck mal, wo waren das gewesen? Ah, komm, guck um die Ecke. Sei mutig. Alles klar. Und keinen einzigen Schuss ausgegeben. Bist du angesenkte Haare? So, bist hier Kohle gesammelt? Weil ich brauche die Kohle, weil ich muss ja Klamotten wieder von diesem gängigen Schrank hier reinigen. Okay. Die geht's gar nicht gut hier. Verpasst haben, um ihn hierher zu kriegen. Okay. Oh, sieht gar nicht gut aus, was er da im Gesicht hat. Jupp, da spritzt noch raus. Lebt der da? Weil sieht so aus, als wird er noch. Es würde der noch wackeln. Okay, gibt's noch was? Okay, hier haben wir noch was. Das gleiche Symbol wie bei Sammys Bar. Das Pack. Okay, jetzt scheint er wieder. Die Leute stehen, die von ihnen geopfert werden. Ich hoffe mal, sieht man nicht in der Aufzeichnung, weil gerade hat mich der Disco wieder angeguckt. Ah, Fotoschießen. Der komische Fotogeschmack. Okay. Da gibt's noch was zu untersuchen. Die fesseln sie, falls sie zu sich kommen und sich wehren. Echt, erzähl mal. Warum sollten die sich wehren? Ah, hat genug gleich angeguckt jetzt gerade. Okay, dann nochmal ein paar Notizen, die gucken wir uns noch an, ja. Notiz lesen. Anna wurde noch nicht geläutert. Wir müssen sie zurückholen, um die Zeremonie abzuschließen. Die Ensalante haben ohne die Mädchen keine Zukunft. Findet sie jetzt. Okay. Die sind auch stark dabei, die zu suchen. Okay, alle klar mit dir, mein Freund hier. Mit dem Schnitt in der Handfläche des Noblen verschlingt das Pakt unsere Sünden. Selbst wenn es sein eigenes beflecktes Fleisch verzehren wird. Alles klar. Nee. Okay. Ich gehe mal hier in Deckung. Nee, geht gar nicht. Man muss hier lang raus. Alles klar. Okay, dann geht man hier lang rauf. Verlasse das Lagerhaus. Nee, hätte ich auch lesen können. Dann kriegt man so einiges mit dem missionsmäßig. Okay. So, als würde ich Gesellschaft kriegen. Dein Fanclub. Okay. Wo können wir lang gehen? Das heißt, wäre praktisch, wenn wir ein bisschen bewaffnungstechnisch was. Okay. Ah, hier lang.
Wir kommen aus dem Lagerhaus. Das ist doch clever. Was machen wir? Wir gehen erstmal ins Lagerhaus. Falls da draußen jemand ist, das ist Privatbesitz. Und du begehst hier Hausfriedensbruch. Hier ist jemand. Ich kann es spüren. Okay. Von da aus immer hoch, alles klar. Ich dachte, es gibt vielleicht einen anderen Weg nach draußen. Okay. Müssen wir hier wahrscheinlich hier runter? Das bringt wahrscheinlich wenig jetzt. Vor uns kannst du dich nicht verstecken. Okay. Der Tod klopft an deine Tür, Junge. Ja, ich bin der Tod. Der kommt nicht weit. Meinst du? Wo zur Hölle? Er war genau hier. Komm schon, Motherfucker. Da drüben! Knüpft ihn auf! Und erledigt die Tante. Lieber die Pistolen variantieren? Du bist immer nicht hergekommen! Halte lieber meinen Arsch! Du bist dran! Auch erledigen? So, da hast du dein Feuer, aber ist er unter deinem Arsch. Ganz entspanntes Vorgehen hier. Reinzu war viel komplizierter. So, wir gucken mal weiter, dass wir hier vorne kommen. Muss ein bisschen still manchmal sein, damit ich einfach ein bisschen lauschen kann. Der Personengott wird sich erheben! Okay, der ist hin. Der hat aber großen Bogen gemacht. So. Gucken, ob wir hier lang kommen. Ne, hier ist nichts. Okay, dann geht mal in Deckung. Der Kleine wird bis ans Ende seiner Tage auf der Flucht sein. Läuft die barfüßig oder was? Ich kann nicht. Wir werden aufgerieben. Der Große gehört nur mir. Meinst du? Dann hole ich extra für dich die große Kanone raus. Das war aber eine Frau. Woher kommst du denn? Details, Details. Das war definitiv eine Frau. Bin ich mir sicher. Hinter meinem Auto verstecken. Verdammte Scheiße, das tut weh. Ey, tut's das? Auch hin. Na komm, dann rutschen wir mal ein bisschen nach vorne hier. Wenn die Motor aus echt kacke. So, Jungs, wir können auch mal andere Spielchen spielen. Wie wär's damit? Okay, jetzt kommt Molly. Ja, jetzt hängt er mal hier fest, das ist das Räudige. Okay, da hing ich doch. Da hing ich doch glatt an dem dämlichen Auto fest. Okay, ich muss damit rechnen, dass ich auch von hinten komme.
So, ganz blöde Nummer. So, es... Jetzt haben wir das soweit, das können wir sehr verkrümeln. Alles klar, da haben wir das auch hinter uns gebracht, ja. Jetzt bleibt nur noch das Harvest anwesend. Genau. Abgeschlossen. Wir hätten wahrscheinlich noch mal ein bisschen durchlooten sollen wegen Munition. So, das andere Anwesen. Deswegen bin ich überhaupt nach da abgefahren, weil das nämlich da drüben ist. Oh, aber ich würde mal sagen, wir machen Folgendes. Weil wir haben ja gelernt, dass ab und zu tauchen die Jungs auf. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Ab und zu tauchen die Jungs aus auf der Straße, uns aufzulauern, dass sie, wer sich verkehrt, wenn wir die Pistole soweit gefüllt haben. Oh. Du was, was du brauchen kannst? Alles. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Eigentlich brauche ich nur eins, das ist Munition. Du weißt, wie du mich finden kannst. Ja, das weiß ich. Oh, und Gas geben. Harles Anwesen. Die Straße sieht auch super, ja. Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen an Speed. Habe ich nicht gesagt, Munition mit dem wäre super. Okay, dann kam die Frau sogar von hinten. Okay, echt harte Nummer jetzt hier. Kannst nirgendwo ungestört hingehen. Da ist der bisschen blöde Taschenlampe, dann sehe ich nämlich, wo du bist. So. Kämpft um euer Leben! An uns kommst du nicht vorbei! Oh. Ach doch. So. Ganz einmal wieder an dir vorbeigekommen. Immer dieses Rumgepöse. Oh, du kommst ja nicht vorbei. Ich bin ja evil. Oh, ganz schick. Ist ja kurz zu versuchen, das mitzunehmen. Oh. Schön, der hat sogar eine Handgranate dabei gehabt. Ist natürlich blöd, dass sie unsere Karre jetzt so geschrottet haben. Ich bin kurz in Versuchung, das hier mitzunehmen. Die russische Variante hier. Können wir noch weiter reinzoomen? Ich glaube, in der Variante nicht. Ah, wie viel Munition? Da fahren wir 20 Schuss, hier aber deutlich mehr Munition. Also entscheide ich mich doch dann lieber hierfür. Leichenwagen ist auch schon da, ganz super. Hier kann er gleich einsammeln. Okay, unsere Karre kann sie knicken, ist im Arsch. Wir werden folgendes Mal machen, wir ein Stück weiter vorgehen. Kleine Stückchen hier drüben hinstellen und dann ganz entspannt das mal. Hast du vergessen, wo das Gaspedal ist? Gibt es ein Auto vielleicht drin? Mal gucken, wir haben die Nachbarn auch drin. Ja, ne. Ne. So, dann gucken wir Auto rufen. Okay, haben wir ein Auto rufen. Die haben wir jetzt schon soweit alle durch. Der ist auch Exoten. Alles klar, dann machen wir aber den haben wir auch schon gehabt, glaube ich. Ja, den haben wir schon gehabt. Machen wir mit dem hier weiter. Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Schnell und sportlich. Das ist ja genau das richtige Kaliber für mich hier. So, dann raus aus meinem Auto. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. So, Radio da wieder rumgespielt hier. Wobei der Grüne, der war echt super, hat Spaß gemacht. Aber manchmal muss man sich von Dingen einfach trennen. Wie wär's mit dem Blinken, mein Freund? Oh.
Mal sehen, wir die nächsten uns auflauern werden hier. Medikammer 3. Okay, jetzt geht's. Ja. Einfach mal einfach weiter mal gucken. Müsste ja auch klappen. Genau, hier lang kommen. Da geht's ein bisschen die Bergstraßen rauf hier. Ein bisschen Bergrennen sozusagen. Kann nur von vorne über jemand kommen und das endet in einem Desaster. Aber läuft gut, in der Nacht ist ja wenig los. Wäre schön, wenn das im Forza Horizon mal so gut klappen würde. Ja, sprachig und boah, scheiße. Naja, was ist, war ja nicht anders zu erwarten. Aber gut, man kann nicht alles haben. Sind wir 370 sind wir gleich da. Bin mal gespannt, was uns dann da erwartet und wo es dann weitergeht. Aber erstmal hier lang rum. Immer schön im Kreis fahren hier. Oh, das rein in das Anwesen hier. Komm, bis sie da schon sind die Freude aus Stressen. Ich hab ihn im Visier. Zwei fette Treffer, dritter, drei Worte. Ich werde auf dein Grab hin. Munition alle! Lass Feuer auf ihn regnen! Okay, dann lass mal regnen. Okay, von der Seite ist doof. Ja, komm doch. Nicht nur draufhalten, sondern auch ziehen. So, wir wissen, dass da oben noch einer rumlungert. Okay, und wie würdest du das jetzt nennen? Ich würde sagen, ich bin an dir vorbei. So, ein bisschen mitnehmen, Munition nehmen. Alles klar. Ja, da war, da haben sie schon wieder rumgelungert. Gut, sind wir eh gleich da. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ah, schickes Herrenhaus. Betrete das Anwesen. Ja, was für eine Überraschung. Hier sind die Kerzen, da gehen wir mal hier lang rum. Oh, da kommen wir nicht lang. Hier lang hoch. Ah, siehste, einfach den Lampen folgen. Praktischerweise haben wir das schon gleich beleuchtet. Okay, was ist das hier? Todischer Aneden an Land. Wir wahrscheinlich gucken, ob wir einen Weg nach unten finden. Wahrscheinlich. Oh, erstmal Munition eingesammelt. Ah, hier geht's runter. Okay. Hier sind wir richtig. Alles wieder Drogen, alles klar. Im Drogenrausch kannst du keine Waffen ziehen. Aber dafür die Schwarzlichtlampe. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Diese Ranken. Die Ranken. Können die doch gar nicht wachsen. Dann tun sie das auch nicht. Er ist hier, er ist hier. Alles klar, wissen wir ja, wer es ist. Schick, schicke Uniform. Ja, Foto machen. Souvenir. Alles Rebellenuniform. Gehört in den Müll. Okay. Für alle Fälle Südstadt. Okay, da ist ein Zettel.
Okay. Und zwar Juli 1916. So fast. Liebe Mutter, ich hoffe, dass dieser Brief dich bei unserer Gesundheit antrifft. Die Kinder. Das war doch mal eine Anrede, dass dieser Brief dich bei guter Gesundheit erreicht. Bitte. Wer schreibt heute noch so? Die Kinder und ich sind gesund, aber wir sind schwere Zeiten anheimgefallen. Seit dem unerwarteten Dahinscheiden unseres lieben General Harless haben sich unsere Mittel erschöpft. Ich bedauere es dir auf diese Art mitteilen zu müssen, aber wir werden das Anwesen in den kommenden Monaten veräußern und nach einem neuen Zuhause für die Kinder und mich suchen. Ich weiß nicht, wo wir uns niederlassen werden, aber ich vertraue auf Braxtons weise Worte, dass die Zukunft uns gehört, ganz gleich wie düster die Gegenwart sein mag. Liebe Tochter Winifred Harless, alles klar. Okay, der General war hinüber und die mussten das Haus verkaufen. Okay, hier geht's weiter runter. Ja, vielleicht doch mal mitnehmen hier. Da ist der Flügel, der auf magische Weise Musik macht. Okay. Okay, die kam überraschend. Kam ohne Vorwarnung. Dementsprechend sieht das Ergebnis halt auch aus. Das ist nicht so gut. Mal gucken, wo der neue Start ist. Also wir sind einigermaßen vorbereitet und wissen, dass da komische Leute kommen. Okay, wir sind im Haus. Das ist doch schon mal schön. Können schon mal vorbereiten. Ah ne, da sind wir, okay. Musste mich aber kurz orientieren, wir waren ja eins tiefer. So, da ist der komische Dings da. Okay. Müssen sowieso wahrscheinlich hier hingehen, aber das triggert. Und erledigt die Alte. Okay. Gesundheitsmäßig sieht es kacke aus, aber auf jeden Fall gleich mal was einwerfen hier. Aber wir haben es einmal überstanden. So, das heißt. Okay, Problem ist, Drogenrausch wieder vorbei. Okay, da geht es wieder runter. Noch mehr Dope. Okay, kommt noch welcher Schrein, der angerannt? Ach du Scheiße, irgendein Götze. Du sagst es, ach du Scheiße, da sitzt, glaube ich, auch wieder jemand. General Harless, nehme ich an. Mir ja. Wird ihn aber gar nicht gerecht. Okay. Ja, man muss ja deswegen nicht gleich den Kopf fallen lassen. Okay. Notiz lesen. Alles klar. Hier will man, wo es herkommt. Die Noblen. Herrschende Klasse der Excellence. Rechts. Deine Erlösung kannst du nur durch mich erlangen. Nur wenn du würdig bist, dieses Mal des Nobel zu tragen, wirst du danach auserlesen sein. Alles klar. Der Bund der Noblen. Alles klar. Machen wir mal ein Foto davon. Machst du sonst bei dem Scheiß Fotos? Also machst du davon auch eins. Okay. Mal sehen, ob jetzt wieder einer angerannt kommt. Symbol für die Noblen. Wie das Symbol, das einer der Typen in Sammys Bar hatte. Okay, da war wohl einer von den Noblen. Noch mal ein Foto davon. Herr Sanglant, hab genug gesehen. Ich hab, was ich brauch. Jo. Wäre auch Zeit, wir einfach mal gehen, ja. Problem wird nur sein, es wird ja nicht so einfach sein, weil wir hier rauskommen. Außerdem bräuchte man vielleicht Stelle mit weniger Dope. Draußen frische Luft ist super. Okay, nachladen. Alles für den Sieg. Story freigeschalten. Alles klar. Nächste Mission.
Spannend ist natürlich, okay, das ist da hinten. Es wäre schön, wenn wir unser Auto wiederfinden können. Weil das war neu. Vielleicht ein bisschen Lackkratzer drin, aber sonst war es neu. Okay, hier lang runter. Ich hoffe mal, dass wir folgen aber mal dem Weg in der guten Hoffnung, dass da unten noch unser Auto steht. Und haben wir Glück? Nein. Unser Auto ist weg. Da haben sie uns glatt das Auto geklaut, die kleinen Papisten hier. Gut, soll uns aber nicht stören. Besorgen wir uns einfach für das nächste Mal ein neues Auto. Als solches, wir haben ja fast dann alle Autos ausprobiert. Als solches. Und damit geht es dann halt weiter. Ich denke mal, wir werden mal ein bisschen diese Story weiterleiten, ein bisschen weiterfahren, bevor wir uns jetzt in das andere Game nochmal reinstürzen und mal gucken, wie das ausgeht mit Anna. Jetzt bin ich neugierig geworden. Ich hoffe mal, ihr auch. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, weil euch das gefallen hat. Abonniert das Ganze und ihr wisst, wie es mit Anna ausgeht. Bis dahin, ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.